Beschreibung, Softwareentwicklungsprozess, Prozessbeschreibung, Entwicklung, Softwareentwicklungsplan, Entwicklungs-SOP. Es gibt eine ganze Menge an Dokumenten, die immer wieder durcheinander geworfen werden. In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen verraten, welche Dokumente Sie wirklich benötigen und welche Inhalte diese Dokumente haben sollten. Ich gebe Ihnen sogar ein paar Tipps dazu, wie Sie diese Inhalte variieren können, je nachdem, was für eine Art an Firma und Projekt Sie haben. Der erste Typ an Dokumenten, das sind die Prozessbeschreibungen, manchmal auch SOP genannt. Eine Prozessbeschreibung sollte, wie der Name sagt, einen Prozess beschreiben, also festlegen, wer, was, wann, wie, mit welchem Input und Output macht. Mit wer meine ich, welche Rolle, mit wann, in welcher Reihenfolge oder in welcher Abhängigkeit von anderen Aktivitäten. Das Wie bezieht sich auf die gewählte Methode, die gewählten Verfahren oder die gewählten Werkzeuge. Ja, und Input und Output, das können beispielsweise Dokumente oder das können Codes sein. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Beispiel Code Review. Das wäre ein Softwareentwickler, und zwar ein anderer Softwareentwickler wie der, der den Code geschrieben hat. Was? Ja, die Tätigkeit, nämlich das Code Review durchzuführen. Wann? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, beispielsweise wenn der Entwickler mit der Klasse fertig ist oder bevor das Software released wird oder zum Sprintende oder alle 3 Tage, was auch immer der Trigger ist. Das Wie bezog sich ja auf die Methoden, Verfahren oder auf die Werkzeuge. Das könnte beispielsweise sein, eine Review-Checkliste auszufüllen, beispielsweise auf Papier oder mit Hilfe eines Tools. Der Input für die Aktivität Code Review wäre natürlich der Code und der Output die ausgefüllte Checkliste mit dem Urteil, ob der Code so akzeptiert ist oder nicht. Damit werden Sie sagen, ist doch eigentlich alles beschrieben. Fast. Es gibt noch ein kleines Delta und es gehört in das zweite Dokument, nämlich in den Entwicklungsplan. Der Entwicklungsplan regelt nun die projekt- oder produktspezifische Instanzierung des Prozesses. Also hier fehlten sich die Delta, die in dem allgemeinen Dokument noch nicht stehen konnten. Beispielsweise, welche konkrete Person eine Rolle einnimmt oder an welchen Daten die einzelnen Meilensteine nun wirklich zu erfüllen sind. Im einfachsten Fall enthält das Softwareentwicklungsplan oder ein Entwicklungsplan ganz allgemein nichts anderes als einen Verweis und die beiden eben genannten Deltas. Nämlich die einzelnen Personen, die den Rollen zugewiesen werden und die Meilensteine jeweils mit einem Datum. Bei manchen Firmen kann es Sinn ergeben, den Softwareentwicklungsprozess, die SOP hingegen, relativ allgemein zu halten. Beispielsweise, wenn die Firma ein Engineering-Dienstleister ist, die verschiedensten Projekte und Produkte entwickeln muss. Dann kann es sein, dass die konkreten Vorgaben, die konkrete Ausprägung des Prozesses erst im Entwicklungsplan formuliert ist, wohingegen die SOP, die Prozessbeschreibung, relativ generisch formuliert ist. Hingegen bei Firmen, die eigene Produkte, vielleicht sogar wenige eigene Produkte herstellen, mag es sinnvoll sein, dass fast alle Spielregeln, alle Vorgaben ziemlich komplett in dem Entwicklungsplan, das heißt in der SOP, beschrieben werden und nur noch die beiden vorhin genannten Punkte, nämlich die Person und die Termine, im Entwicklungsplan übrig bleiben. Ich habe Ihnen noch ein Videotraining im Institutsclub vorbereitet. Darin beschreibe ich noch genauer, wie Sie Entwicklungspläne und Entwicklungsprozessbeschreibungen formulieren und dokumentieren können und vor allem, welche regulatorischen Forderungen Sie dabei einhalten müssen. Also beantragen Sie einfach hier die kostenlose Probemitgliedschaft und schauen sich dieses Videotraining an.